diese Menschen hier sind noch irgendwie natürlicher. Sie sind irgendwie näher noch am Leben, improvisieren viel mehr und haben auch durch ihre Religion und durch ihre Tradition noch einen ganz anderen Glauben, noch einen viel stärkeren Glauben. And if you are somebody head of a big family like I am and head of a lot of people like I am and you want to help the people, I think this is the best thing that you have. So if we can have this and it does not cost anything, there are lots of people that it can help. Many people who have a lot of serious problems, they can be helped through this way. I'm Samson Ajite, the community leader for Accra Community Ghana, and I'm ready to show you some landscapes and other matters and success report for Ghana. So enjoy yourself. Mitte der 90er Jahre entstanden in Afrika erste Gemeinschaften. Zunächst in Südafrika und Namibia, später auch in anderen Ländern, so beispielsweise im Kongo, in Togo, Burundi, Angola, Uganda und Tansania. In Tunesien, Marokko und im Sudan. Auch auf Mauritius und Madagaskar gibt es Bruno Gröning-Freunde. Samson Ajete ist auf dem Weg zu Freunden aus der Gemeinschaft Accra. In Ghana, ebenso wie in anderen afrikanischen Ländern, sind in den letzten Jahren viele erstaunliche Heilungen geschehen. Hallo. Oh yeah. Hallo, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your way? Alfred Kwasi Agbetsiafa ist von einem Herzleiden frei geworden und hilft aus Dankbarkeit schon seit einigen Jahren im Freundeskreis mit. Seine Frau Lilly hatte 35 Jahre lang Asthma und ist ebenfalls geheilt. Auch ein Arzt aus Togo ist zur Tagung nach Ghana gereist. Oui, j'ai connu l'enseignement de Bruno Gröning à travers la quête, à la quête de la guérison de ma femme, qui était malade depuis 8 ans. Elle avait de violents maux de tête, c'est-à-dire les migraines, qui s'accompagnaient d'asthénie générale, la fatigue, dyspnée, elle n'arrivait pas à respirer, bref, un malaise général. Elle dormait à peine, elle passait pratiquement des nuits blanches. Elle ne pouvait même plus faire le ménage, donc ce qui m'a conduit à chercher une fille de ménage pour s'occuper de mes enfants. C'est alors qu'un ami m'a parlé de l'enseignement de Bruno Gröning, qu'un congrès devait se tenir au Ghana du 3 au 5 février 2006. Je n'avais pas de choix, parce que j'avais perdu énormément d'argent pour la soigner. Comme c'était une guérison spirituelle, il a fallu que je m'y aventure. Je me suis rendu au Ghana, j'ai suivi le congrès. Et le 7, j'étais revenu à Lomé. Et progressivement, elle revenait à elle-même. Les maux de tête ont disparu. Plus de maux de tête. La respiration, le sommeil est revenu. Elle dort bien. La joie revient dans la famille. Mais au bout de 3 mois, progressivement, toutes ces douleurs, tous ces malaises sont disparus. Et ma femme est guérie. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, elle dort, elle fait son ménage elle-même. Nous n'avons plus besoin d'un enfant pour s'occuper de nos 3 enfants. Donc elle est complètement guérie. Shelley Regine Shee aus Kamerun ist ebenfalls zur Tagung nach Ghana gekommen. Seit ihrer Kindheit litt sie an Malaria. Jahrzehntelang hatte sie immer wieder Malaria-Schübe mit Fieber und schweren Kopfschmerzen. I was in and out of hospital with malaria. And at this time there were more malaria medication. I tried all the new medications, but none seemed to help. And unfortunately, I actually worked in the hospital with many doctors. And I went from one doctor to the other in the same hospital with the hope that I could
received treatment. They all sympathized with me and gave me the best bed. I was never better. Die Frau Che ist eine langjährige Bekannte von mir. Ich habe ja 11 Jahre in Kamerun gelebt und in der Zeit war sie eine Kollegin von mir im Krankenhaus, sie eine Diätassistentin und ich habe da als Ärztin gearbeitet im Provinzkrankenhaus in Bamenda. Und sie hatte eigentlich eine sehr gute medizinische Versorgung. Sie besuchte auch einen anerkannten Professor in Yaoundé in der Hauptstadt. Einmal im Monat, der sie speziell behandelte für die Malaria und sie hatte alle möglichen Behandlungsformen ausprobiert, so wie sie mir erzählte, auch natürlich die traditionelle Weise. Sie hat die Ernährung umgestellt, sie hat also, was in ihrer Macht war und was das schulmedizinische Wissen hergab, hat sie ausprobiert und sie kam doch nicht raus aus diesem Teufelskreis. Alle 4 Wochen, alle 6 Wochen Malaria-Schübe. Dr. Marlene Gagnonga knew my problem very well. She gave me a booklet. The title was Introduction to the Teachings of Bruno Gröning. And she told me that she thinks that this booklet is going to help me. Before she went back to Germany, she brought me some tips of the Introduction to the Teachings of Bruno Gröning, which I played every day, every morning, every night, and I tried to tune in when I did that. And gradually I was feeling better. Ein Jahr später bin ich wieder nach Kamerun gegangen und gleich als ich das allererste Mal vom Dorf meines Mannes in die Provinzhauptstadt gefahren bin und das ist eine Stadt von ungefähr 100.000 Einwohnern und ich ging da auf der Commercial Avenue, das ist die Hauptgeschäftsstraße, dann war die Frau Che der erste Mensch, der mir da begegnet ist. Und dann, das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Und ich wusste nicht, wie es ihr geht, habe ich gesagt, ja, Frau Che, was machen Sie denn, wie geht's denn? Und dann hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich gesund ist. In fact, I had forgotten about malaria since 2004. I didn't even think about it. And I really realized that I was really well. Das war also dann im April 2004. Und seitdem hat sie sich nicht mehr krank gefühlt. Sie hatte eine Zeit lang Angst, den Test zu machen, weil sie dachte, wenn ich jetzt wieder Malaria im Blut habe, dann glaube ich wieder nicht mehr. So. Und dann hat sie aber 2006 den Mut gehabt und hat das Blut untersuchen lassen und 2 Monate später und es war immer frei von Malaria-Erregern gewesen und es ist bis heute so geblieben. I would wish that the people open up their minds and receive the teachings of Bruno Gröning so that the help will come to all the people who need help. Why not help everybody in Cameroon and in all of Africa? So my desire, my wish for in connection with the teachings of Bruno Gröning is that let more and more people take and accept the teachings of Bruno Gröning so that this human emergency would be uplifted, so that people will live and feel like human beings, equal to human beings everywhere in the world.